So, meine allerliebsten Zuseher, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part und damit ja zur kleinen Revanche gegen West Brom. Wir haben uns in der Liga geplagt ohne Ende, in der zweiten Halbzeit wurde es zwar besser, aber jetzt müssen wir auf jeden Fall gewinnen, haben jetzt die Chance im League Cup also eine Runde weiterzukommen. Also da habe ich eh schon alles fertig, sorry. Ja, das heißt, wir werden etwas rotieren, also sollen da auch Spieler die Chance bekommen, die bisher noch wenig Chancen hatten. Dafür ist der League Cup ja doch perfekt. Und der wichtige FA Cup startet dann ja, glaube ich, erst nach der Winterpause. Und jetzt werden wir echt mal schauen, wie wir es mit einer B-Mannschaft machen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass West Brom auch rotiert, damit wir einfach wirklich eine gute Chance haben. Ich gebe dir an irgendein anderes Trikot. Gehen wir das Alternativ-Trikot. So. Carroll wird von Beginn an stürmen, wir haben Sakho mit dabei, nachdem ja leider unser Chicharito länger ausfallen wird. Und dann, haben wir gesagt, werden wir es in der Partie wieder so versuchen wie zuletzt. Das heißt mit zwei zentralen offensiven Mittelfeldspielern und einem... Der muss dann noch weiter zurück, zentral defensiv Mittelfeldspieler... Da werde ich Højbjerg hinstellen, weil er sowohl defensive Fähigkeiten hat, als auch ein sehr gutes Passspiel nach vorne. Das ist dafür, glaube ich, dann echt perfekt. Theoretisch könnte man sogar mit Lanzini spielen. Arnautovic ist auf jeden Fall müde. Ayew ist ein Linksfuß, also lassen wir den links. Das finde ich eh nicht so schlecht. Okay, die Offensive, die schaue ich mir hier noch an. Also Quina. Und dann ist die Frage, wen wir am Flügel spielen lassen. Dieser Haksabanovic, den können wir auf jeden Fall probieren. Müssen wir noch schauen, ob der rechts- oder linksfuß ist. Der ist ja relativ schnell. Problem wird bei ihm wahrscheinlich die Ausdauer. Da ist er nur bei 65 und ist rechtsfuß. Das heißt, wenn wir das so machen mit dem nach innen ziehen, dann werden wir die beiden eher tauschen. Quina, Lanzini, nachdem Lanzini eh fit ist. Und Carroll, das passt eh. Und theoretisch müsste ich in der Verteidigung auch nicht rotieren. Ich möchte es aber einfach, weil es eben... sich hier in diesem League Cup perfekt anbietet. Also Maresic spielen lassen werde ich ihn noch nicht. Vielleicht einwechseln dann. Rechts hinten, wo haben wir ihn? Sabaleta, schauen wir mal. Links hinten Luke Shaw, da mache ich mir gar keine Gedanken. Und im Tor dann Adrian. Und jetzt ist noch die Frage, wen wir mitnehmen. Die beiden lasse ich daheim. Noble nehme ich mit, damit der nicht uns keinen Aufstand macht. Der ist nämlich schon etwas, glaube ich, genervt, weil er nicht oft zum Zug kommt. Haaland, der ist relativ schnell. Dann nehmen wir eher ihn mit. Also B-Mannschaft, ist das eine richtige? Naja, es geht. Wir werden das schon schaukeln häufig mal zu Hause im London Stadium gegen West Brom. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, welches Wetter wir haben und welche Tageszeit. So, und jetzt sehen wir wieder, in welche Richtung er schaut. Also da, finde ich, hat man jetzt ganz gut gesehen, dass ich nach rechts gezielt habe. Das habe ich ja schon vor dem letzten Spiel versucht. Man kann wirklich anhand der Kopfhaltung erkennen, in welche Ecke der Schuss gehen wird. So, wir haben Abend, scheint trocken zu sein und ich bin neugierig, wie es uns geht. Sehr gut von Zabaleta. Der hat natürlich nicht das Tempo, aber diese nötige Erfahrung, um einfach zu checken, wo der Ball hinkommen wird. Also, wieder stark von Sabaleta. Tackeln kann er halt, wenn es ihm nicht so an Tempo fehlen würde. Ach, so viel gesprintet für nix. Beide Spieler in dem Fall. Und sowas tut dann natürlich weh. Konter.
Zabaleta. Pablo Zabaleta. Lanzini. Pierre-Emile Højbjerg. Also die Formation ist echt unangenehm zu spielen. Das war jetzt kein schlechter Versuch von Lanzini. Eine schöne Balleroberung von Haksabanovic. Højbjerg, der braucht relativ lange. Das ist mir im letzten Spiel schon aufgefallen. Da hatte er zwei sehr gute Chancen. Ach. So, was war das von Shaw? Komm Adrian, mach keinen Scheiß. Also West Brom ist auch sehr, sehr unangenehm zu spielen auf jeden Fall. Luke Shaw, gute Hereingabe und da ist das 1-0. Queener ist das, wenn ich es jetzt richtig sehe. Das hat er echt stark gemacht. Ich habe mir nämlich schon gedacht, das wird nichts, weil er doch ziemlich unterlegen ist körperlich da in diesem Duell. Hier sieht man es jetzt rechts, wie er sich durchsetzt. Ja, perfekt. Einer unserer schwächsten Spieler, wenn nicht sogar der schwächste Spieler in unserer Startelf trifft. Und West Brom gleich mit dem ersten Fehler. Boah, das war ganz stark. So, ich versuche es jetzt mit dem langen Ball. Also wir werden jetzt echt drauf warten, dass West Ham kommt und dann versuchen zu kontern. Ich versuche es aber nicht mit dieser Kontertaktik, weil ich dann zu defensiv bin. Das will ich auch nicht. Reed, ganz stark. Der war optimistisch. Und das war Hand. Leider von uns. Aber dieser Spielverlauf, der spielt uns jetzt natürlich komplett in die Karten. Oh. Weiß nicht, ob das nicht abseits gewesen wäre. Auf jeden Fall kein schlechter Versuch über Haksabanovic. Ich wollte eigentlich zurückköpfeln und damit er nicht zu kurz wird, habe ich den Flankenkopfball genommen, aber das passiert dann immer wieder, dass sie es doch mit dem Fuß zurückspielen. Sehr, sehr gefährlich. Holding. Ganz starker. Oh, starkes Tackling. Schuss nicht wirklich gefährlich. Adrian mit dem Abstoß. Langer Pass auf Ayew funktioniert nicht. Aber gleich wieder voll drauf. Ja. So, Holding gegen Robson Kanu. Holding setzt da stark den Körper ein. Das Problem war, ich habe jetzt schon passend gedrückt gehabt, jetzt konnte ich das nicht mehr wirklich abbrechen. Die ist ein bisschen zerfahren jetzt, kommt mir vor. West Ham United took over the London Stadium at the start of the 2016-17 season. Quite a bit of an adjustment for them from their previous ground, but it's helped turn this multi-sport arena into a stadium fit for football. Yeah, and I think the great thing about it is it holds so many people.
Shaw macht es gut. Schöne Spielverlagerung. Ayu mit der Chance. Oh. Den muss ich schon machen. Ich habe sogar aufs lange Eck gezielt. Merkt man da gar nicht. In der Halbzeit muss ich dann fast Sakho bringen, weil sonst Carroll komplett müde sein wird in der nächsten Partie. Der wird jetzt eben unser Stammstürmer. Da ist alles so eng. Versuch's einfach mal. Und der war nicht schlecht. Heuberg kann schießen. Eine starke Parade. Und man sieht, das war glaube ich nicht Foster, also die rotieren auch. So, Ecke kurz abgespielt. Quina. Lanzini mit der Flanke. Boah. Okay. War nicht wirklich gut gespielt. Holding. Sie schauen, dass ich den Ball gleich gewinne. Sehr gut. Also Heuberg gefällt mir da hinten ganz gut. Der kann sich körperlich auch durchsetzen und hat die Übersicht, die technischen Fähigkeiten, aber auch die defensiven Fähigkeiten. Sehr schön fürs defensive Mittelfeld. So, Robson Kanu zieht er jetzt Holding davon. Macht dann den Haken. Da ist gerade kurz offen. Da war kurz die Bahn frei für ihn, aber Schuss absolut ungefährlich. Okay, wie gesagt, Sakho wird jetzt für Carroll kommen, damit Carroll einfach fit ist in der nächsten Partie. Da spielen wir nämlich gegen Tottenham. Und ich möchte Maresic statt Reed probieren. Also der junge Maresic mit seinem Debüt. 17 Jahre jung. Da ist im echten Fußball ja gerade angeblich Hannover an ihn interessiert. Mal schauen, ich hoffe natürlich, dass der noch in Graz bleibt. So, ich versuche es mit dem Kopfball zurück. Oh, jetzt haben wir Glück gehabt. Quina macht das ganz stark. Ich versuche es mit der Jurs Langeck. Aber wieder nicht schlecht. Da hat nicht viel gefehlt. Also wichtig wäre auf jeden Fall, dass wir es irgendwie schaffen, das 2-0 nachzulegen. Nicht, dass das da hier noch unnötig spannend wird. Und Heuberg, ungeschicktes Tackling. Ja, absolut okay. Zu Recht. Sakho mit der Chance. Nein. Der war noch abgefälscht. Der wäre echt schlecht gewesen. So ähnlich wie dieser Pass hier. So, Luke Shaw. Okay. So, da haben wir Maresic. Der Nummer 6. Sollte ihm auch noch eine höhere Nummer geben, weil die 6, die muss er sich, 6 muss man sich verdienen. Es ist im Leben so und auch im Fußball. So, wieder ganz. Ah, nicht gut antizipiert und Lanzini mit einem bösen Foul. Der wird jetzt auch die Gelbe kassieren. Ich glaube, ich werde Heuberg auch noch rausnehmen müssen. Boah. Ich habe nämlich echt Angst, dass ich mit dem die Gelb-Rote kassiere. Lanzini.
Queener. Was ist mit dem los? Da macht er das zweite. Wie ich mich freue für ihn. Das ist ja wirklich genial. Ja, Torwart sieht da irgendwie auch nicht so gut aus. Dominguez. Also jetzt können wir wirklich auf die Kontertaktik gehen. Heuberg stark. Lanzini sollte ich aber fast noch eher rausnehmen. Auch den brauchen wir wieder als Stammspieler in der nächsten Partie. Ah. Den wollte ich mir eigentlich noch auf den starken Fuß legen. Holding verliert das Kopfballduell. Ah, oh, Marasic mit dem Fehler. Heuberg starkes Tackling. Sehr fair. Sabaleta vertackelt sich hier, aber Heuberg ist wieder da. Und die Counterchance auf Sakho. Nein, Queener fast mit dem Hattrick. Was war das für eine schöne Aktion, vor allem auch die Vorlage von Lanzini. Schade. Okay, so, wir werden jetzt wechseln. Ich wechsle jetzt zurück auf unsere Standardformation mit den zwei Sechsern. So, Lanzini müssen wir eigentlich herausnehmen. Das Problem ist nur, für wen? Wir könnten so machen, dass ich Noble bringe. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste, weil Kouyaté werden wir auch in der nächsten Partie brauchen. Man muss halt Heuberg durchspielen mit seiner gelben Karte. Aber wenn ein zweiter Sechser neben ihm ist, vielleicht muss ich da dann nicht so aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Schauen wir mal. Ich werde versuchen, mich zurückzuhalten. And now he's going to just get the reward for it. He's going to sit out the last few minutes and get a great applause from the crowd. Yeah, and why not? He's one of those players with Luke Shaw führt den Ball da gut. Haksabanovic macht es auch stark. Andre Ayew. Noble. Schön, wie sie da Shaw mitnehmen. There's still danger here after this half clearance. Queener. Mark Noble, Heuberg. Ja, was war das denn Geiles? Abgesehen davon, dass es abseits war. Ah, Fabian Johnson in der Partie. Das habe ich auch nicht mitbekommen, dass der dort ist. Weiß nicht, ob es nur im Game passiert ist, das kann natürlich sein. Yes. Wer war das? Marisic? Was macht der da vorne? Unser 17-jähriger Innenverteidiger. Okay. Also das war... Ja, vielleicht sollte man den umschulen. Schöner Haken. Abschluss war sehr zentral, aber wuchtig geschossen. Dario Marisic mit seinem ersten Treffer. Gleich beim Debüt. Und das als Innenverteidiger. Wow, sehr cool. Also das Duell der B-Mannschaften scheint an uns zu gehen. Johnny Evans. So, ich will natürlich unbedingt zu Null spielen, also ich möchte jetzt nichts mehr zulassen. Marisic ist auch an ihm dran und blockt ihn gut. Almost done for the team. Don't think for the supporters,
You want to keep singing? Yeah, I think a few of them will be out on the town tonight after this performance and win. So, das war nicht schlecht geklärt. Was ist da los? Kann ich es mit Sakura noch machen? Das ist natürlich cool. Jetzt haben sie alles noch vorgeworfen, warum auch immer, beim Stand von 3-0, aber okay. Und die Fans freuen sich zu Recht. Also da haben sie sich einfach dann schon komplett aufgelöst. Bei West Brom läuft es in echt ja auch nicht so gut. Ich glaube, die ersten zwei Partien haben sie gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Und danach ging es ziemlich bergab. Sie haben, glaube ich, nur 10 Punkte zurzeit. Da hat man eigentlich auch wieder gesehen, sobald das 1-0 fällt, machen sie auf. Und genau dann ist das halt unsere große Chance. Und auch vielleicht jetzt sogar noch eine Chance. Aber den habe ich mir zu weit vorgelegt. Haksabanovic ist komplett müde. Mit seiner Ausdauer das ganze Spiel durchhalten zu müssen, ist natürlich nicht leicht. Ja, unfassbare Partie. 4-0 Sieg. Das war richtig, richtig stark. Da tröste ich noch kurz den gegnerischen Trainer und ja, Queener mit einem grandiosen Spiel. Eindeutig Man of the Match. Also das war richtig stark. Hier das 1-0, wo er schön dazwischen spitzelt. Auch Ayu hat eine ganz gute Chance. Ja, mit der B-Mannschaft hat es anscheinend echt besser funktioniert. Von den Statistiken her würde ich so auf den ersten Blick sagen, war das ziemlich gleich wie in der letzten Partie. Aber wir waren einfach kaltschnäuziger, beziehungsweise ist eben dieses 1-0 viel früher gefallen, was uns in die Karten gespielt hat. Also auf jeden Fall ein Vorteil. Hier sind noch die anderen Partien des League Cups. Und ja, Mark Noble wird sich... Oh nee. Mark Noble wollte ja nämlich spielen, glaube ich. Aber ich glaube, das war schon in der vorigen Partie. Ja, und jetzt wartet Tottenham auf uns. Das ist natürlich auch keine leichte Partie. Nationaltrainer von Russland, das lehne ich mal ab. Das interessiert mich persönlich nicht so sehr. Pressekonferenz machen wir auch keine. Und jetzt kommt es zu Hause zum London Derby zwischen West Ham und London. Und Tottenham. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten im nächsten Part an dieses coole Duell, wo ich glaube ich mit einem 0-0 auch ganz zufrieden wäre. Aber mal schauen, wie es läuft. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald und tschüss.